So, hallo und herzlich willkommen zur 9., 8., 7., ich bin mir nicht sicher, Folge von Stadtfilmabend. Ich habe in der Zwischenzeit alle Türen auf Zuschauerwunsch, kann man sagen, gegen Stahltüren ausgetauscht, sofern es ging. Die beiden noch nicht, aber das ist eine Doppeltür. Da wird nicht allzu viel Wärme draus entweichen. Oh je. Da haben wir hier leichtes Problem mit hungernden Tieren, aber ah je, hier zum Beispiel. So, und wir müssen ein wenig Tierpflege machen hier. Oh nein. Ratte hat sich uns angeschlossen in der Zwischenzeit. So. Okay, kochen. Und bauen. Und Feldarbeit nicht, dass wir da jetzt groß Aktien drin hätten zu dieser Jahreszeit. Düp, 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 düp. So. Und reinigen. Ja, möchte bei Nuno schlafen, aber dann hättest du halt nicht hier. Ups. Ach, herrje. Sterben alle an Unterernährung, dabei ist so viel Heu da. Was soll das? Hier könnten wir noch eine Killbox hinbauen. Timberwolf. Was sollen wir jetzt damit? Okay. Auch mehr Lagerzone, das ist ja alles voll hier mittlerweile.
Verschmutzter Kochbereich, was? Mhm. Warte mal. Verrottendes brauchen wir da nicht drin haben. So weit kommt das noch. Wovon haben wir denn viel? Glattes Leder. Okay, Sandsäcke aus glattem Leder. So, wollen wir mal gucken. Oh, ich kann die Geschütze bauen, sehr gut. Hier auch ein paar hinbauen und mit dem Stromnetz verbinden. Sehr schön. Stärkere Schmerzen, möchte bei Nono schlafen, in der Kälte geschlafen, geräumige Umgebung. Warum hast du Schmerzen? Ach so, wegen der Lebensmittelvergiftung. Okay. Seltene Thrombos. Holz fehlt. Aha. Ja, Holz können wir ja kriegen.
Carsten beschwert sich wahrscheinlich nachher wieder, dass er nicht am Tisch gegessen hat, aber das ist ja nur jetzt seine eigene Schuld hier. Peters Ratsvorsitzende der Fraktion Auer van Roberon hat ein dringliches Anliegen. Ein mechanoider Schwarm attackiert seit geraumer Zeit seine Siedlung. Er möchte, dass du den Mechs ein Signal sendest, um sie zu dir zu locken. Während er das Nest säubert. Falls du dies tust, wird ein mechanoider Cluster im Film Abendtausendland. Zwei Lanzer, vier Pikeniere, eine Raupe, ein Schnitter, ein Automörser, ein Countdown-Aktivator. Das ist... Die denken hier, ich habe hier vollkommen andere. Ich habe hier noch nicht mal einen Turret gebaut. Also wie sollten. Naja, gut, die sind schon fertig hier, aber trotzdem. Können hier eine dritte Tür reinsetzen. Inspirierter Handel Kerstin. Vielleicht sollten wir mal hier dieses Handelsdings hier bauen. Können wir noch nicht. Mist. Ah, wir brauchen Krankenbetten. Die sind ja alle kaputt gegangen. Besuchergruppe, aber doch, da ist einer, der hat was zu verkaufen. Könnten wir mal gucken, wenn die angekommen sind. Kerstin. Negan. Okay. Gonzalo. Und Bourbon. Hoffentlich lauft ihr nicht in die Fallen. Okay. Oh, Maschinenpistolen. Das ist natürlich eine coole Sache eigentlich. Und die sind auch gar nicht ein Impulsgewehr. Zwei Stück sogar. Sehr gut. Können wir irgendwas von unserem Kram verkaufen hier? Nee. Oh. Ah, warte. Warte, warte, warte. Das sind unsere Sachen, die ich denen verkaufe. Das war ja so auch nicht gedacht. Warte mal. Fünf Bauteile. 5 Überlebensrationen und 3 Medizin. Besser. Normales Impulsgewehr.
Ja, ist kaum mehr was übrig von dem Impulsgewehr, das machen wir. Guti. So, Ratte hat noch keine Waffe. Aha. Oh, Nussi hat ein Bett aus Holz meisterlich hergestellt. Hat es Kunst? Nein, hat es nicht. Okay. So. Ah, inspirierte Rekrutierung. Nee, ich ziehe Markus aus. Was soll das? Okay, Bench kann rekrutieren. Das heißt, wir stellen Bench mal auf Aufsehen. Exklusiv. Dann kann er versuchen, die beiden zu rekrutieren. So. Sadistische Rage. Mein Haustier starb. Okay. Markus. Oh Mann. Linker Oberschenkel gebrochen, linker Oberarmknochen gebrochen. Markus wird und wird nicht gesund. Eieiei. Hier haben sie ins Herz geschnitten. Hoffentlich kümmert sich da bald jemand. Ah, scheiße. Okay. Das ist ungünstig. Ja, das kommt von der sadistischen Rage. Ja, das ist natürlich ungünstig. Jefims Liebhaber ist gestorben aufgrund der eigenen sadistischen Rage.
Ja, Gott sei Dank. Markus hat sich der Gemeinschaft angeschlossen. Sehr schön. Ach, die Bierwürze stand hier. Ja, dann kein Wunder, dass sie verdirbt. Menschenjagendes Rudel Ratten. Hier, okay. Was was? Oh toll, die kommen natürlich jetzt auf der anderen Seite an. Mit menschenfressenden Ratten werde ich scheinbar gerade so fertig. Oh, Ratte hatte einen Zusammenbruch, weil die ganzen Ratten erschossen werden. Macht Sinn. Okay. Waren das alle? Okay. Wird es vielleicht mal wieder wärmer? Nee, immer noch minus 28 Grad. Das ist ja dieser Klimaregulator, ne?
Könnte man nicht eventuell wieder umziehen hier, dass man aus dem Bereich des Klimaregulators herausreist? Vielleicht hier in das Gebirge rein direkt? Dann könnte man sich eine unterirdische Höhle bauen. Das ist irgendwie weniger anfällig für Raids, als das, was wir jetzt haben. Obwohl, sieht schon gar nicht schlecht aus hier mit den beiden Killboxen jetzt. Ah, Teil eines Raumschiffs, sehr gut. Also müssen wir uns mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht doch mal eine Karawane, das hatten wir ja schon mal vor und das hat da nicht funktioniert, zusammenstellen sollen. Aber diesmal brauchen wir eigentlich nur genügend Nahrung. Haben wir eigentlich mittlerweile, um woanders hinzureisen? Und wenn wir dann erstmal Schamanenhändler, okay. Gucken, was die zum... Ah. Die haben Esel zum Verkaufen. Wir könnten denen den Wolf verkaufen. Der Wolf frisst nur Fleisch weg. Verrückt machende Psycholanze. Wollen wir den Wolf verkaufen? Naja, ich glaube nicht. Naja, aber das war's dann auch wieder für heute. Okay. Die schweren Zusammenbrüche, das gucken wir uns dann nächstes Mal an. Und ja, dann sage ich auf Wiedersehen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt den Like-Button und abonniert diesen Kanal und den Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Bis denn!